Also besser geht immer. Wollen wir mal gucken, ob wir die Geschwindigkeit unseres Fahrzeugs nicht auch anders bestimmen könnten im nächsten Schritt. Ja, also jedes Mal hier Calculate Speed aufrufen, das ist unter Umständen nicht der richtige Weg. Wir sollten das vermeiden, ja? Wir sollten das vermeiden. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir denn dann zu unserer Geschwindigkeit? Und das, was wir in Swift haben, im Bereich dieser Properties hier, für eine Klasse oder auch Attribut genannt, ist die Möglichkeit, dass wir calculated Properties haben können. Also quasi eine Variable, deren Wert aber jederzeit berechnet wird. Das ist ja spannend, oder? Wie sähe denn das aus? Das sähe so aus, dass wir sagen, unser Speed ist ein Integer und wir geben zurück die Stellung vom Gaspedal mal dem Gang, in dem wir sind, dividiert durch 2. Jetzt werden wir einen Fehler kriegen. Denn in dem Moment, wenn ja unsere Variable Speed ihren Wert selber berechnet, dann kann ich ihr natürlich nicht mehr etwas zuweisen. Das ist klar. Also, und das war ja ohnehin das Ziel, werden wir diese Methode komplett streichen. Und wir sehen, unser Playground läuft und unser Speed ist wieder 9. Wir können auch noch mal einen Gang hochschalten und sehen dann, ja, Geschwindigkeit 12. Boah, das geht ja schon ab wie ein Zäpfchen hier, unser Auto. Der wichtige Punkt ist doch jetzt der. Wir haben unsere Increase- und Decrease-Methoden, die aufgrund irgendwelcher physikalischer Zusammenhänge irgendwie die Stellung des Gaspedals oder auch der Gangschaltung bestimmen. Hier sehr einfach im Algorithmus, mal plus 1, mal minus 1, ja, das gebe ich ja zu. Und wenn ich dann auf irgendeinen Wert zugreifen will, kann ich dafür sorgen in Swift, dass sich der Wert zur Laufzeit immer wieder berechnet. Wann immer ich also sage, gib mir von dem Auto 1 mal die Speed, wird aktuell die Rechnung ausgeführt. Ich bin K1, ich habe eine Stellung vom Gaspedal und ich habe einen Gang und hier ist meine Formel, wie ich daraus die Geschwindigkeit berechne. Und von Reifendurchmesser und Umfang und Luftdruck wollen wir jetzt ja gar nicht erst reden. Also eine calculated property. Ziemlich sexy, was wir mit Swift alles so machen können. Und um unsere Klasse des Automobils noch so ein bisschen intelligenter zu machen, wollen wir uns auch um Kontrollblöcke kümmern und das machen wir dann wo? Ach klar, im nächsten Video.